herzlich willkommen zu meiner neuen Folge von Persona 5 Royal. Und ihr seht gerade, wie ich mich ins Bett lege und mal den letzten Tag oder die letzte Folge rekapitulieren lasse. Wir wurden verhaftet, wir haben einen Prozess bekommen und wir wissen, in einem halben Jahr machen wir einen Casino-Raub, der total schief geht. Aber was genau, wie das dahin kommt, das werden wir in diesem Let's Play erfahren. Und damit viel Spaß bei der neuen Folge Verhaftung und Prozess. Vorbestraft. Damn brat, I'll sue! Aber das konnte ich nicht einfach ignorieren. An dem Tag. Ich bin ziemlich spät nach Hause gegangen. Oh Gott, irgendwas ist da vorne los. Da streitet sich doch ein Mann und eine Frau. Sie scheinen da vorne zu sein. Wie kannst du es wagen? Der betrunkene Mann scheint die Frau da zu belästigen. Sie ist in Gefahr. Ich muss sie retten. What a waste of time. You think you're worth causing me trouble, huh? I'll call the police. Call them if you want. The police are my bitches. They're not gonna take you seriously. No! Stop! Someone called the cops, huh? Get in the car! Incompetent fools like you just need to shut your mouths and follow where I steer this country. What are you looking at? Get out of my face! This ain't a show. Get lost, kid. See? This is all because you're so damn slow. Get in the car! So eine komische App, die irgendwie auf mein Handy gelandet ist. Wir haben die ja schon in der letzten Folge mal kurz gesehen und die hat dazu geführt, dass plötzlich die ganze Welt stehen geblieben ist. Das Symbol sieht aus wie ein Auge. Ich dachte, ich hätte sie gelöscht. Naja, jetzt haben wir sie gelöscht. Meine Augenlider werden ganz schwer. Trickster, welcome to my velvet room. So you've come too, inmate. The you in reality is currently fast asleep. You are only experiencing this as a dream. You're in the presence of our master. Stand up straight! Welcome. I am delighted to make your acquaintance.
This place exists between dream and reality, mind and matter. It is a room that only those who are bound by a contract may enter. I am Igor, the master of this place. Remember it well. I summoned you to speak of important matters. It involves your life as well. Wichtige Dinge? Und ja, der Velvet Room sieht tatsächlich ein bisschen unkomfortabler aus als der Velvet Room, den wir aus Persona 4 kennen. Still, this is a surprise. The state of this room reflects the state of your own heart. To think a prison would appear as such. You truly are a prisoner of fate. In the near future, there is no mistake that ruin awaits you. Soll das ein Witz sein? Worry not. There is a means to oppose such a fate. You must be rehabilitated. Rehabilitated toward freedom. That is your only means to avoid ruin. Do you have the resolve to challenge the distortion of the world? Ich möchte dem Verderben gehen. Allow me to observe the path of your rehabilitation. Ah, pardon me for not introducing the others. To your right is Caroline. To your left, Justine. They serve as wardens here. Ha! Try and struggle as hard as you like! The duty of wardens is to protect inmates. We are also your collaborators. That is, if you remain obedient. I shall explain the roles of these two at another occasion. Now then, it seems the night is waning. It is almost time. Take your time to slowly come to understand this place. We will surely meet again, eventually. Time's up! Now hurry up and go back to sleep! Neuer Tag, neuer Spaß. Ich habe etwas sehr Komisches geträumt. Verderben, Untergang. Was hat das zu bedeuten? Looks like you're up. Well then, let's go introduce ourselves properly to the staff about your transfer. The school you're attending is in the Aoyama district. It'll take a while to get there by train. The transfers are a real hassle too. I'll drive you there, but just for today. Let's go. Men aren't usually allowed in my passenger seat. Oh, das sagt viel über ihn aus. Do me a favor and behave yourself, all right? Don't get me wrong. I don't care what happens to you. Just don't cause me any trouble. To reiterate, just so we're clear, you will immediately be expelled if you cause any problems. In my opinion, you're nothing but a liability. But we had our circumstances to consider. Whatever you might have gotten away with in your hometown, those days are over. If you are thrown out from our school, there will be no place for you to go. Keep that in mind. This is the teacher in charge of your class. I'm Sadayo Kawakami. Sadayo Kawakami. Okay, das ist der Name, den ich merken. Be sure to read the school rules. Any violations will send you straight to the guidance office. And if by chance you cause any problems, I won't be able to protect you at all. That is your promise, yes, Principal Kobayakawa? Mm-hmm. He is responsible for all his actions. But really though, why me? There should have been better candidates. It was a sudden transfer, and your class was the only one that had an opening. If you're done explaining things, mind if we get going?
I got a store to get back to. Sakura-san, please keep a close eye on him. Don't let him cause any trouble outside. Well, I'll be sure to have a serious talk about the situation he's in. Come to the faculty office when you arrive at school tomorrow. I'll show you to your classroom. Everyone's giving you the cold shoulder. That's what having a criminal record does to you. Turns out your past follows you wherever you go. By the way, if you get expelled now, I won't hesitate to kick you out. Got it? Ja, ich pass auf. School never changes, huh? Genauso wenig wie Krieg, mein Kumpel. Genauso wenig wie War never changes. Come on, we're going home. What a troublesome situation. I can't believe they pushed someone with a record on me. A male teacher would be better suited for this. Why in the world was someone like that admitted here? Who knows? It was the principal's decision. I was told that it's for the school's reputation. I would have thought that my volleyball team has contributed more than enough to cover that. That's certainly true. Be careful, okay? Then again, if anything were to happen, I'd kick out a student like that right away. Well, I keep wishing that he'd just end up not coming to school. Still, that isn't something I should be saying as a teacher. Well, I should be returning to practice. Oh, right. The tournament's coming up, isn't it? Having such high expectations placed on you by others is quite a problem in itself. We'll have to work hard to make up for the track team, too. Yes, that's true. Why'd it have to be my class? Traffic's not moving at all. You're taking the train starting tomorrow. So, how was it? The school, I mean. You think you can manage? Gefällt mir gut. Do you even understand your situation? Still, you were expelled once already. To think you'd re-enroll at a different one. It's not like anyone will be sympathetic with you. If that's what it was like at school, people might say stuff about me in the future, too. What a troublesome kid I've taken in. Ja, warum hast du mich eigentlich aufgenommen? I was asked to do it, and I just happened to agree to it. I've already been paid for it, too, after all. And now, back to today's top stories. A subway train has derailed, severely affecting the timetable across all of... Another accident. So that's why it's so crowded. There's been a lot of those lately. In fact, there was a real sad one just last month. It happened before you came here. If I remember right, the girl that passed away was only 15. Her parents have got to be just... All traffic around Shibuya Station is being redirected due to the accident, so drivers should expect jam-packed streets. Oh, come on. Das sieht nicht gesund aus. I don't have a visual yet. Oh,
footage from the accident. According to the police, the engineer's life was not in danger despite his injuries. After questioning, even he could not explain his high speed when approaching the station. No further comments were made. Police are still looking for a plausible motive. It's less of an operating accident and more of a crime of the company and the government. Site inspectors apparently reported all of this 6 months ago. The deterioration of the tracks and the ATC. Seems a railway company and the Ministry of Transport both turned a blind eye to the truth. There's no way they can hide. This will go all the way to the top. Now on to our main story. With this derailment accident, as well as other recent incidents of unknown motive, concern is spreading among the general public. Just what could be causing such a drastic change so suddenly in these people? SNN has... Everything's linked. That's what you're thinking, correct? Furthermore, according to SNN sources... Oh well. Are you free? You and I haven't gone for a drink in a while. Thank you, sir. But I have another meeting to attend. I must be going. I was ready to go for this meeting. And that's when this extremely fast train just came crashing in. Oh, man. I thought I was gonna die. A noisy subway platform filled with people was suddenly... Did you ask for me? Is it a case? Not quite. I want your opinion on something. Sure. Your judgment is quite often correct, though. Can we discuss this over sushi, perhaps? You are making a student work late, after all. Conveyor belt only. Huh. Damn, to think there'd be that much traffic. What a waste of time. I wasn't able to open the cafe today. Whatever. Just head upstairs. There's something I need to give to you. Talk about a gruesome accident. 80 people were involved. Here's a diary. Make sure you keep it up to date. You may be under probation, but there's no special limitations on what you do in particular. Besides following the law, that is. However, I'm obligated to report on you, which is why I'm having you record your daily activities. Hey, what's up? I'm about to leave right now. Don't worry, I'll be there in no time. I'll see you soon. Well, I'm off. I'll lock the place up, so do whatever you want for the rest of the night. Oh, but don't mess up my store. If something goes missing, I'll hand you right over to the cops. You got school tomorrow. You better head off to bed, all right? So, ich mach vorerst, was man mir sagt. Ich sollte in meinem Tagebuch schreiben, was heute passiert ist. So, und damit können wir mich jetzt speichern. Du kannst speichern, indem du Options drückst. Siehst du unten links den Befehl, kannst du speichern, wann du möchtest. So, morgen muss ich früh raus. Ich sollte mich heute gut ausruhen. So, jetzt können wir mich speichern. I'll just add this. Und wir speichern hier. So, in Zukunft werde ich versuchen, die Speichervorgänge rauszuschneiden, aber einmal konnten wir sie sehen. So, ein bisschen kann man die Kamera schwenken. Können wir hier noch irgendwas machen? Wir können hier untersuchen. Das ist der Karton, der von zu Hause geschickt wurde. Enthält zusätzliche Kleidung und was man sonst noch so braucht. Okay, dann haben wir hier einen Tisch. Jetzt ist der Tisch wieder sauber. Später kann man dann noch an den Sachen was machen. Hier kann man, glaube ich, einen Fernseher hinstellen. Hier haben wir ein Sofa, was wir damit machen können. Das Sofa wurde gereinigt, damit man wieder drauf sitzen kann. Und einen unaufgeräumten Boden. Ein paar Haushaltsgegenstände liegen auf dem Boden verstreut. Der Boden ist kaum zu sehen. Altes Regal. Ein paar Bücher wurden nachlässig in den Regal geschoben. Und da ein unaufgeräumter Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch sind jede Menge Bücher gestapelt. So
So kann ich den Schreibtisch nicht benutzen. Haben wir sonst noch was hier? Telefon? Dieses Klingeln kommt nicht von meinem Handy. Es scheint von unten zu kommen. Ja, bitte? Hey, it's me. Wer ist da? Have you forgotten my voice already? It's Sakura. Anyway, I close up shop, but I forgot to flip the sign to closed when I left. It's too much trouble for me to come back just for that. Think you can do it for me? Okay, kein Problem. I doubt any customers are gonna come now, even if the sign's flipped to open. But I have to say, this is quite a relief. It's a personal policy of mine, not to save a guy's number in my phone. I'm glad you actually picked up. Anyway, I'll leave the shop sign to you. So, okay, dann tun wir das mal ausschalten. Dann Zugangsweg. Dann gehen wir doch mal raus und gucken, was es so hier draußen gibt. Hallo? Hier gibt es einige Läden. Aber ich muss morgen früh raus. Ich sollte einfach das Schild umdrehen und schlafen gehen. Okay, schade. Können wir also uns noch nichts angucken. Und wie drehe ich das Schild um? Ah, okay. Einfach in den Bereich gehen. So, können wir sonst noch was machen? Können uns da einen Sitzplatz setzen? Der Tisch sieht aus, als wäre er frisch poliert. Okay, später kann man dann hier sich auch hinsetzen, um zu lernen und solche Sachen zu machen. Gucken wir mal Fernsehen. Wenigstens haben wir hier ein bisschen Fernsehen. Bei dem U-Bahn-Unfall wurden viele Passagiere verletzt. Der Bahnbetrieb wurde bis auf Weiteres eingestellt. Das dadurch bedingte Verkehrschaos wird noch mindestens bis morgen Vormittag andauern. Das ist die Berichterstattung über die Entgleisung. Das war ein schweres Unglück. So, da können wir kochen. Ein Riesentopf mit Curry. Ob der wohl gerade in der Mache ist, um morgen serviert werden zu können? Dann haben wir den Kühlschrank. Die Zutaten des Ladens werden hier aufbewahrt. Davon sollte ich mir nichts nehmen, ohne zu fragen. Da haben wir ein Regal mit Bohnen. Hier stehen verschiedene Kaffeebohnen. Sie duften gut. Hm. Blue Mountain, Kilimanjaro, Gott, ich kann nicht lesen. Und Costa Rica. Und noch ein paar andere Namen, die ich nicht kenne. Wie zum Beispiel Guatemala. Nein, halte dich weg von der Kasse. Das ist keine gute Idee. Aber können wir hier noch was machen? Nein. So, wir können hier doch auch auf die Toilette gehen. So, die Toilette hat mich auch noch einen... zusätzliches Feature, wenn man auf die Toilette geht, kann man, sagt die einem, kann man reflektieren, wie viel Fortschritte man schon im Spiel gemacht hat. Was soll ich mit meiner Zeit anfangen? Ich sollte schlafen gehen, damit ich morgen früh fit bin. Ja. Und es sagt einem auch, was man halt machen kann. In dem Fall schlafen gehen. So, sonst haben wir hier, glaube ich, nichts mehr. Dann gehen wir tatsächlich schlafen. Gibt es sonst noch etwas für mich zu tun? Nee, nur schlafen. Ich muss mit der U-Bahn zur Schule. Yogin Jaja. Ayomiya Itojimi. Umsteigen. Okay, ich muss wohl nach Shibuya und dann umsteigen. Wieder was mit dem U-Bahn-Unfall. Klingt, als gibt es viele Verletzte. Da wird morgen sicher nichts nach dem Plan fahren. Komisch. Diese App von gestern, Nacht ist wieder da. Die taucht immer wieder auf. Puh, lösche ich sie eben nochmal. Ich starte lieber mal mein Handy neu. Und meine Augenlider werden ganz schwer. Heute fängt die Schule für mich an. Hoffentlich finde ich hin, ohne mich zu verlaufen. Ich will nicht gleich am ersten Tag zu spät kommen. Ich gehe jetzt lieber.
Kaffee. Kann ich einen haben? So, you're actually going to school, huh? Das hatte ich vor. Here, I'll feed you. Just make sure you finish it before the customers start coming in. Curry? What's that reaction for? Just eat it. Ich liebe Curry. Ich schmecke komplexe Aromen in der gewagten Würze. It's time for you to go. Danke fürs Essen. Turns out you do have manners after all. Hurry over to school. You'll end up late if you get lost on the way. So, dann gehen wir mal nach draußen. Yeah, and flip the sign outside to open for me. Okay, verstanden. Don't forget to do that for me, all right? Now you better hurry on out. You're gonna be late if you get lost. So, okay, wo muss ich jetzt lang? U-Bahn-Station ist, glaube ich, in die Richtung. Ich kann nochmal den Polizisten fragen. Hallo? Stimmt etwas nicht. Wie komme ich zur U-Bahn-Station? Du hast dich verirrt. Der Yange Yanya Singsbums-Bahnhof ist die andere Richtung. Du siehst die Hauptstraße da oben, oder? Geh da hin und der Bahnhof ist dann dort. Beeil dich besser, wenn du die U-Bahn nimmst. Der Fahrplan ist heute etwas durcheinander. Okay, also in die andere Richtung. Ah, jetzt haben wir da auch ein Ausrufezeichen auf einmal. Ja, dann gehen wir doch mal da rein. So viele Menschen auf so engen Raum zusammengefercht. Die Gerüchte über die U-Bahn von Tokio sind wahr. Und der hat eine PS Vita da in der Hand. Der Spiel garantiert gerade Persona Golden. Ja, Persona 4 Golden. Sie zeigen es oben auf dem LCD-Bildschirm. Der Unfall von gestern hat wohl noch einige Nachwirkungen. Shibuya, this is Shibuya. Und dann gehen wir mal hier hoch. So, und jetzt müssen wir uns zurechtfinden, um die Schule zu finden. Ich gehe mal einfach mal hier lang. Und hör mal das Gespräch an, wenn wir da schon sind. Hey! Wiederholte psychotische Anfälle terrorisieren die Stadt. Was halten Sie davon, Sir? Manche sagen, das käme von einem brutalen Arbeitsklima. Kannst du das kommentieren? Es tut mir fürchterlich leid. Ich weiß nichts. Wir geben später ein Statement ab. Mit Wiedersehen! Ja, die Verspätung bringt den Fahrplan durcheinander. Bitte gehen Sie zu Ausgang 8 zur JL und zur Genial-Linie. Ich kann den nächsten Kunden helfen. No, I don't think so. Auf dem Schild steht nichts von der Kiza-Linie. Ich muss woanders suchen. Okay. Jetzt müssen wir wirklich gucken, wo die Kiza-Linie ist. Shibuya Station. Shibuya Central. Ah, hier lang. Auf dem Schild steht, dass wir gerade geputzt wird. Ich muss hier einen anderen Weg suchen. Ah, toll. Da geht's zum JL Tickle-Tor. Aber ich muss da geht's halt. Also dann hier lang. Live von Shibuya Station. Also, Entschuldigung, das ist eine Reporterin. Wir berichten live von Shibuya Station. Die Ursache für die gestrige U-Bahn-Entgleisung betrifft alle Verkehrslinien. Die Unfallserie löst bei den Pendlern große Beunruhigung aus. So, wir müssen wieder zur Giza Station. Wir kommen von da und wir müssen Shibuya Station. Uchika. Ich muss hier gerade nichts tun, ich sollte umkehren. Okay, Entschuldigung.
Ich hab mich in Tokio verirrt. Oh mein Gott. Wir wurden wieder von einer Tragödie heimgesucht. Kann dieser Unfall ein Zufall gewesen sein? Die Sicherheit der Menschen hat höchste Priorität und Maßnahmen müssen ergriffen werden. Sind wir hier richtig? Nein, ich muss schnell zur Schule. Ah Gott, ich habe mich total verirrt. Hilfe! Wo geht's jetzt hier lang? Oh Gott. Dann probieren wir es hier lang. Ah, Gisela. Ah, ich hab sie gefunden. Okay. Bin ich hier richtig? Ja, mir kann ich helfen. Oh, zur Ginza-Linie. Dort entlang durch das Tickettor. Okay, danke, danke. Puh. Nein, jetzt ist der Zug auch noch weg. Oh Mann. Ich habe doch keine Zeit. Gleich am ersten Tag komme ich zu spät. Ach, das ist doch. Hallo. Bin ich falsch? Geh mal die hintere Tür. Und gar keinen Zug. Ah, da. Lass mich rein, lass mich rein. Ich muss zum Eben. Danke. Oh man. Did it say it was going to rain today? Huh? It's raining outside? It just started all of a sudden. This is why I hate the early spring. That reminds me. Did he take an umbrella? Hmm? Who are you talking about? Don't mind me. So, what'll it be? One house blend, please. The effects of yesterday's subway accident continues on today, as various lines suffer delays and... There's been a lot of nasty accidents lately. You know, I mean the subway accident that the news is talking about. My coworker got caught up in it and is in the hospital now. But that aside, it's kind of creepy. The people who caused these accidents supposedly went crazy all of a sudden. I heard that some of them suffered from nervous breakdowns during interrogation. Huh. So, okay, und wo muss ich jetzt lang? Das ist die Ayama Itochomi. Hat etwas gedauert, aber am Ende habe ich es doch geschafft. Hm? Wisst ihr, wo es die zur Schule geht? Ein weiterer dieser seltsamen Vorfälle. Diesmal passiert das in einer U-Bahn. Wenn es kein Sonntag gewesen wäre, wäre ich tot. Das macht mir Angst. Wie soll das noch passieren? Okay, hier geht's zur Akademie. Wir haben es geschafft. Schon wieder diese komische App. Morning. You want me to give you a ride to school? You're gonna be late. Sure. Thank you. Do you need a lift too? Huh? Nah. Damn it! Screw that perfect teacher. Perfect teacher? Huh?
What do you want? You planning on ratting me out to Kamoshida? Ich weiß nicht mehr, wer Kamoshida ist. Also, okay, ich weiß, wer Kamoshida ist, weil ich schon mal gespielt habe, aber wer ist Kamoshida? Huh? In that car just now, it was Kamoshida. He does whatever the hell he wants. Who does he think he is, the king of a castle? Don't you agree? Welches Schloss? It's just a saying. Hm? Wait, you don't know Kamoshida? You're from Shujin, right? Gehst du auch auf die Shujin? What? No other high school's got a uniform like this. Huh. A second year, huh? We're the same grade then. Never seen you before, though. Oh, you a transfer student? Then no wonder you don't know him. This rain ain't too bad. We better hurry up or we'll be late. Ah. Mir ist irgendwie so schwindelig. Oh, my head hurts. Damn it, I want to go home. There was a terrible subway accident that day. You remember it, don't you? I assume you know of the uproar that the public calls the psychotic breakdown incidents. Vielleicht? You say that like it's none of your business. It was all over the news, and one of the victims included a teacher at your high school. I've no doubt you heard about it. On that day, were you still an ordinary student? Was soll das heißen? Let me change the question. You transferred to Shujin Academy, correct? Correct. An ordinary prep school that could be found in any city. Ich gehe mal davon aus. That's what it should have been. What happened around that time? Tell me everything, truthfully. Sind wir falsch abgebogen? No, this has to be it. I mean, it should be. Out of service. Where do we end up? The sign was for the school, right? Ich habe ehrlich gesagt nicht aufgepasst. Jeez, you freaked me out. Who are you? You a student? Man, your costume's impressive. Is that armor real? Come on, don't just stand there, say something. Hey, what's going on?
Das muss ein Streich sein. You really think so? Shit's real. Calm down. It's time out, man. We gotta run. Alles klar. Stop standing around and run. What's with these guys? You're gonna break my bones, damn it! The hell you think you're? Take them away. So, jetzt werden wir gefragt, ob wir den Spielstand speichern wollen. Und das ist eigentlich auch der perfekte Zeitpunkt, hier einen kleinen Cut zu machen. Ich sage danke, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann am besten sicher gehen, dass ihr abonniert habt und die Glocke gedrückt habt. Und jetzt nochmal vielen, vielen Dank an meine Kanalmitglieder, die mir auch diesen Monat wieder ein klitzekleines bisschen was in meine Tasche gesteckt haben. Und ich sage danke fürs Zuschauen und wir sehen, hören und spielen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao.